Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo es darum geht, seinen Karma-Kontostand aufzufüllen. So nenne ich das immer. Das heißt, du tust etwas Gutes und füllst damit deinen Karma-Kontostand auf. So nenne ich es jetzt mal. Und wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, den Karma-Kontostand aufzufüllen. Das würde jetzt zu lange dauern, alle Möglichkeiten aufzuzeigen, aber das fängt an mit Geldspenden irgendwo oder sich an Aktionen beteiligen oder was, selber was aufziehen und so weiter. Und heute setze ich mich quasi in ein gemachtes Nest, weil Bekannte von Benny haben eine Aktion gestartet, haben einen Aufruf gestartet, Benny zu unterstützen. Jetzt fragt ihr euch, wer ist Benny? Ich blende euch mal ein Bild ein, das kennt ihr vielleicht, zumindest mal diejenigen aus der alten Zeit. Das ist Benny. So. Bekannter von mir, den ich schon aus meiner Kindheit kenne, der war mit meinem Bruder befreundet, später habe ich ihn fotografiert. Und vor ein paar Wochen ist Bennys ganzes Zuhause abgebrannt. So. Ich versuche mal später selber noch ein paar Infos einzuholen, wie das alles war. Aber er hat alles verloren, was man verlieren kann. Also wirklich komplett alles abgebrannt. Ich habe den Aufruf gesehen und habe gesagt, Benny, komm vorbei, ich stelle ein bisschen was zusammen. Ja, und da sitze ich jetzt. Wir haben hier Schränke, Schuhe, Hoodies, Klamotten, einen Fernseher, Apple TV-Geräte habe ich noch gefunden. Alles Mögliche jetzt mal hier platziert. Und jetzt kommt Benny später vorbei und ich will das Video einfach nutzen, um nicht nur auf Bennys Aktion hinzuweisen. Also wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das. Aber die Aktion, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass man immer irgendwo seinen Karma-Kontostand auffüllen kann. Und das klingt jetzt etwas außergewöhnlich. Und die Aktion mache ich ja überwiegend für Benny, um zu helfen. Aber es spricht nichts dagegen, auch das für sich selbst zu machen. Weil es fühlt sich unheimlich gut an, wenn du schenkst. Das tut einfach gut. Das beflügelt. So, wenn du Menschen was Gutes tust. Und bei der Situation jetzt hatte ich auch ein bisschen Bedenken. Ich hab Benny erstmal so WhatsApp-Nachrichten geschickt. So, ist es okay, wenn ich dir auch Klamotten schenke? Oder kommt das falsch rüber? So nach dem Motto, jetzt brauche ich Klamotten. Ne? Also ich will mich jetzt auch nicht irgendwie... Es war total ungewohnt. Und Benny hat gesagt, Kelvin, ich freue mich über alles. Ich habe gar nichts mehr. So ist alles weg. Also von dem her, Bücher habe ich noch ein paar dazugelegt. Und ich bin mal sehr gespannt. Also Freunde, wenn ich es nicht vergesse, und wenn das passt, werde ich später noch eine Sequenz filmen, wenn Benny dann da ist. Aber ansonsten, wie gesagt, die Kernbotschaft ist, füllt jeden Tag euren Karma-Kontostand auf. Irgendwann seid ihr vielleicht selbst mal in der Lage und freut euch dann, wenn ihr Unterstützung bekommt. Und ich bin fest davon überzeugt, alles, was man gibt, bekommt man doppelt zurück. Alles, was man einem wünscht, bekommt man doppelt zurück. Und wenn du Schlechtes gibst und Schlechtes wünschst, dann fällt das auf dich zurück. Doppelt. Und wenn du Gutes tust und Gutes wünschst, bekommst du das ebenfalls doppelt zurück. Davon bin ich fest überzeugt. So, wie gesagt, so sieht es gerade hier aus. Es ist nicht viel. Wir haben auch noch Tische und so weiter. Aber da muss ich ihn später selbst erstmal fragen, was sie überhaupt noch gebrauchen können. Und mein wertvollstes Geschenk, auch wenn es keinen physischen hohen Wert hat, ist immer noch mein Buch. Ohne Witz. Ich hoffe, er liest es. Das wäre natürlich sehr geil. Aber ansonsten... Schrank, Klamotten und das warte ich mal später ab, wenn er da ist und vielleicht kann ich da noch eine Sequenz filmen. In diesem Sinne, Freunde, füllt euren Karma-Kontostand auf. So, Freunde, Maske ist auf, ganz vorbildlich, Mindestabstand muss ein bisschen eingehalten werden, aber wir machen es schon. Benny ist jetzt hier am Start. Was geht ab, so sieht er aus. Benny, ist es lange her, wo wir unser letztes Shooting hatten, ne? Ja. So, kannst du dich noch erinnern? Ja. Nee, 11 Jahre. Das ist 11 Jahre, ja. Alter, so sieht er aus. Benny, vielleicht noch mal eine Kurzversion. Ich meine, es gibt auch ein Video und so weiter, aber wie ist die aktuelle Lage bei dir? Naja, ich habe halt kein Zuhause mehr. Habe glücklicherweise eine Freundin, mit der ich zusammenziehe. Und naja, hab und gut, halt alles verbrannt. Aber ich bin optimistisch. Leben geht weiter. Okay, also das war auch geil. Er hat mir jedes Mal in der Sprachmemo, die er mir geschickt hat, immer so Grüße an die Familie, alles Gute für die Familie, war gar nicht bei sich, hat immer nur bei anderen wieder. Und ja, also
Leute, ich verlinke euch da noch mal was. Es gibt mit Sicherheit eine Website oder so irgendwas, ne? Ja, Facebook hat mich hauptsächlich, oder? Ja, ich verlinke euch noch mal ein paar Kontaktdaten, wenn ihr da irgendwie einen Bezug herstellen könnt. Wie gesagt, schaut euch das gerne an. Aber an der Stelle auch noch mal, ich mache jetzt dieses Video gar nicht nur wegen Benny, sondern generell füllt euren Karma-Kontostand. Ist ja auch immer wichtig, dass wenn ihr was spendet, wenn ihr was macht, dass ihr damit im Reinen seid. Und wenn euch der Benny jetzt zu fremd ist, dann sucht euch was anderes. Es gibt überall Situationen, wo man beitragen kann. Und ja, irgendwann seid ihr vielleicht selber mal in der Situation, wo ihr Hilfe braucht, was ich niemandem wünsche. Und dann freut man sich. Also denkt immer an den Karma-Kontostand. Was ihr gebt, bekommt ihr doppelt zurück. In diesem Sinne, Freunde. So, Benny, wir verladen jetzt, okay? Danke. Gerne. Und du kommst zur Not nochmal vorbei. Wir haben noch ein bisschen was. Aber jetzt richten wir erstmal, nehmen wir erstmal das hier. Vielen Dank. Ich freue mich total. Ich freue mich mehr wie du hier. Okay. So, Freunde, ich muss mich nochmal ganz kurz melden. Wie geil. Der Benny hat es gerade angesprochen. Schade, dass es das Buch nicht mehr gibt. Benny, ich hab's gefunden. Echt? Ich hab's noch. Der Hammer. Geil. So, einmal Gesichtsvergleich. Ja, das kommt. Das kommt hin. Here we go. Dank dir. Geil, Alter. Ich hatte oben noch zwei. Ey, wie konnte ich das vergessen? So, jetzt aber Schluss hier.